Im Urstromtal der Elbe ist seit Juli 1977 Europas größter und modernster Rangierbahnhof in Aktion. Rangieren heißt prüfen, zerlegen, sammeln, verteilen. Automatisiert, computergesteuert. Ein Jetbahnhof für Güterzüge, der alle Hemmschuhe abgeworfen hat. Maschen hat der Rangiertechnik eine neue Dimension gegeben. 1000 Weichen, 300 Kilometer Gleise. Ein Rangiergelände so groß wie 380 Fußballplätze. Der Mensch allein würde hier die Übersicht verlieren. Mittlerweile hat Maschen deutlich an Bedeutung verloren. Der Container in all seinen Formen dominiert heute den Güterverkehr. So sind in den letzten Jahrzehnten Umschlagterminals für Containerzüge in ganz Deutschland entstanden. Die Idee ist denkbar einfach. Die Container werden direkt vom LKW auf dafür bestimmte Flachwagen umgeladen. Schnell und mit wenig Personal. Am Bestimmungsort das Ganze umgekehrt. Hier in einem Terminal in Bremerhaven. Vor der Bahnreform hat es auf bundeseigenen Gleisen so gut wie keinen privaten Güterverkehr gegeben. Nur Unternehmen mit einem eigenen Streckennetz, zum Beispiel die Hohenzollerische Landesbahn, durften Güter transportieren. Ähnlich in der DDR. Hier war die Reichsbahn für fast alles zuständig. Zu den Ausnahmen zählte unter anderem die Werkbahn im Chemiedreieck Leuna, die sogar über eigene V180 verfügte. Nach der Bahnreform 1994 sind Eisenbahnverkehrsunternehmen wie Pilze aus dem Boden geschossen. Die DB versucht mit Nichtverkauf von ausgemusterten Lokomotiven gegenzuhalten. Die Antwort der Schienenindustrie folgt prompt: Dispo-Loks. Zu den ersten Mietpools zählt Siemens Dispo-Lok, ab 2002 in Gelb. Neben der ES64U2 gehört auch die Baureihe 189 zum Angebot. . 2006 wird Siemens Dispo-Lok von Mitsui Rail Capital Europe, kurz MRCE, übernommen. Jetzt werden die Loks schwarz. Nun gehören auch Bombardier-Trax-Lokomotiven zum Mietbestand. Seit 2008 ist Railpool im Rennen, ein Leasingunternehmen. Im Pool finden sich überwiegend Trax-Lokomotiven. Neben den eben genannten Unternehmen gibt es eine Vielzahl weiterer privater Anbieter mit zum Teil eigenen Lokomotiven.
Der Güterverkehr ist bunt geworden. Schon lange hat die DB ihre Verweigerung aufgegeben, gebrauchte Lokomotiven zu verkaufen. Einige Unternehmen setzen sogar auf altes DB-Outfit. Neben der 151 von SRI hat einen Neubau 145 von ArcelorMittal Ausfahrt. Gleich drei ehemalige DB 140 gehören zur Bayernbahn. Eine davon kommt in alter Farbgebung daher. Die 140 ist bei den Privaten beliebt. Robust, zuverlässig und unverwüstlich. Hier 140-870 der Elbe-Weserbahn. Auch alte Reichsbahn-Eloks sind noch unterwegs. Die Eisenbahngesellschaft Potsdam hat alte E42 im Einsatz.